Ja, 60er Jahre, das war auch die Zeit der Emanzipation. Die Pille kam auf den Markt. Wie haben Sie das Ganze verfolgt? Die Pille hatte ich schon vorher, also schon in Berlin. Und zwar hat mein Frauenarzt mir die verschrieben gehabt, weil ich in Urlaub fahren wollte, in die See. Und er hat gesagt, wenn du die jetzt nimmst, dann verschiebst du deine Periode. Ne? Und mir war so sau schlecht davon. Ne? Und dann habe ich sie eben wieder zurückgegeben. Damals waren die noch im Fläschchen, nicht auf diesen Dingern zum Rausdrücken. Und dann später habe ich sie dann also bewusst genommen. Und ja, eigentlich völlig umsonst, weil ich nie einen Eisprung hatte und somit auch nie Kinder gekriegt habe. War das denn häufiges Gesprächsthema, die Pille? Das war ja. Ja. Das war auch so, dass die Männer meiner Generation sind da nicht so gut mit zurechtgekommen, ne? Weil mit einmal haben wir gesagt, wann wir wollten. Ne? Und also ich weiß, dass ganz viele Männer in dieser Zeit einfach auch nicht konnten, weil sie von diesen emanzipierten Frauen, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ne? Da mussten sie noch eine ganze Menge lernen. Gab es dann richtige Konflikte? Haben Sie das bei manchen oder also Freunden oder Verwandten oder Ähnlichen mitbekommen? Ja, ich denke, dass eine ganze Menge Beziehungen kaputt gegangen sind in dieser Zeit, ne? Weil eben die Männer und die Frauen nicht auf einen Nenner gekommen sind dabei, ne? Das ist ja, also ich benutze da gern das Wort Hingabe. Also vorher haben wir uns wirklich in die Hände von jemand begeben. Also er wird ja schon aufpassen, ne? Und wenn ich mir das heute überlege, mit welch einer Naivität man daran gegangen ist, ne, dann wird mir jetzt noch nachträglich schlecht. Ne? Aber mit einem Mal war das eben nicht mehr, sondern man konnte sich der Lust hingeben. Und das war eben wirklich für viele Beziehungen ein Problem.